Oh, hallo. Ich habe heute eine gute Nachricht für euch. Nämlich spielen wir heute nicht nur ein. Nein, wir spielen heute sogar zwei kleine Horrorspiele. Sag mal, kannst du aufhören, die Cappies zu wechseln? Das irritiert mich voll, du Idiot. Junge, entspann dich. Wisst ihr, was der hat? Auf jeden Fall, Leute, war ich mal wieder im Internet unterwegs. Und ja, wie gesagt, ich habe nicht nur ein lustiges Spiel eigentlich, um ehrlich zu sein, ist davon sogar kein Spiel witzig, weil beides Horrorspiele sind. Ja. Ich habe zwei Horrorspiele, verdammt, okay? Das ist der Satz, den ich die ganze Zeit nicht hinbekomme. Ich weiß nicht, ob die wirklich Horror sind. Die sahen halt interessant aus und... ja, ich würde sagen, es sind Horrorspiele. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, nach dem Intro habe ich es mir auf jeden Fall verdient. Hinterlasst jetzt ein Like, hinterlasst jetzt ein Abo. Ich meine, es ist nur ein Klick. Ich warte. Das war mein restliches Wasser für den Monat. Versteht ihr, weil Afrika... Sorry, bruh, für jeden rassistischen Kommentar, den ich jemals gebracht habe. Ich schäme mich nicht. Ich schäme mich für keinen einzigen. Unser erstes Spiel heute heißt There are Ghosts in the Stalls. Also in der Toilette. Click anywhere to start. Alter, das war ein cooler Übergang. Und um diese Toilettenkabine geht's in dem Spiel. Wir können ranzoomen und wir können nach unten gucken. Mehr Controls haben wir nicht. Easy. Oh, ich kann sogar unten... oh, ich hab was gehört. Ich mache nur Pipi. Ich schwöre es euch. Nein, mach ich nicht. Was soll ich denn jetzt hier tun? Verdammt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel Jumpscares hat. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Alter. Hier kommen die ganze Zeit Geräusche, aber nichts passiert. Oh, wir sollen die Sachen angucken. Ich glaube, wir sollen die einzelnen Zeichen suchen. Okay, Smiley hat kapiert, wie das Spiel funktioniert. Als nächstes... verdammt, ich kann die Zeichen nicht mal erkennen. Aber ich gebe mein Bestes. Wo könnte das nächste Zeichen sein? Das hier sieht aus wie ein Zeichen. V3. Okay, Wahnsinn. Wir haben das Zeichen V3 entdeckt. Es fehlen nur noch zwei Zeichen. Wo könnte... was war das? Das war alles andere als erschreckend, um ehrlich zu sein. Wer soll davon denn Angst haben? Alter, denkt ihr, ich bin ein Weichei? Was ist das? Es ist... ah! Okay. Es ist definitiv ein Zeichen. Let's go. Es fehlt nur noch ein einziges. Wo könnte das sein? Wir sind richtig gut gerade. Ganz langsam. Hier ist es nicht. Könnte es vielleicht... oh... da oben, du Schlingel. Ich habe alle Zeichen gefunden. Öffnet sich jetzt die Tür? Oder was passiert? Ich meine, ich habe es doch geschafft. Hallo? Ich bin hier auf der Toilette eingesperrt. Und ich weiß ja nicht, was der Typ vor mir getan hat, aber es stinkt hier drinne. Was genau suchen wir jetzt? Ich gucke mal nach oben. Hier sieht alles clean aus. Die Zeichen habe ich ja auch alle. Soll ich vielleicht hier drauf gucken? Was bedeutet das? Oh, wer bist du denn? Das kleine X. Wofür brauchten wir das? Ist da... ah! Das war das komplette... ein kurzes Horrorspiel. Das war das komplette Spiel. Verdammt. Ich war eingesperrt in dem Kackhaus. Danke fürs Spiel. Danke fürs Machen. Weil ich muss zugeben, solche kleinen Horrorspiele haben einfach ihren Charme. Ich mag sie. Auch wenn dieser Geist mich beim Kacken beobachtet hat. Verdammt. Was stimmt mit dir nicht? Eigentlich kann ich ja nicht mehr Leute zugucken. Das nächste Spiel, was wir spielen, heißt Horror Game Exe. Das hat definitiv einen anderen Namen. Ich weiß es nur nicht. Made with Unity. The New Resident heißt das Spiel. Bei Andrea Horvath und Nico Baumbach. The first person is here. Die erste Person ist... ich kürze das mal hier ab. Es sind Leute verschwunden und die Firma Manicorp steht in Verdacht. Also gehen wir zur Firma. Now why did you bring me here? Was weiß ich, du wolltest hierher kommen. Wenn es nach mir gehen würde, wären wir gar nicht in diesem verdammten Raum drinne. Alter, was geht hier? Ich glaube, jeder hasst diese Puppen, außer sie haben so einen Knackarsch. Verdammt, wo sind die schwarzen Puppen? Gleichberechtigung, Black Lives Matter. Oh, das ist eine Liste von den Leuten, die verloren gegangen sind. Oh mein Gott, ich fühle mich nicht gut hier drin. Flash Blaps 3. Was soll das bedeuten? Press back. Ah! Ah!
Habe ich verloren? Okay, ich habe das Gefühl, diese Puppen bewegen sich, wenn ich nicht hingucke. Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott, ich habe Angst. Ah! Ah! Oh mein Gott! Ach, die resetten, sobald ich ein Foto mache. Und sobald ich erwischt werde, werde ich selbst zu einer Puppe. Das Outro dauert einfach fast gefühlt eine Minute. Nur damit da am Ende verdammt nochmal Game Over steht. Ich meine, wofür ist dieses Outro jetzt noch? Wofür ist das alles? Das ist doch nur, um mich zu foltern. Verdammt, ich guck nicht mehr auf den Bildschirm. Ich guck die ganze Zeit auf den Boden. Das geht immer noch. Game Over, ich weiß. Und beeil mich. Und noch ein Bild. Ah, ah, oh mein Gott, das macht mir doch Angst. Was soll ich denn tun? Als ob ich hier eine Chance habe. Vor allen Dingen, der sprintet ja nicht mal. Der läuft einfach normal weiter. Das macht keinen Sinn. Stellt euch mal vor, ihr seid... Nervt doch nicht. Stellt euch wirklich mal vor, ihr seid in einem Raum voller lebenden Puppen. Würdet ihr rennen? Jeder würde rennen. Wenn du nicht rennen würdest, wärst du ein Psychopath. Nee, das Spiel finde ich nicht gut. Wahrscheinlich laufen wir dann einfach aus dem Raum raus und das war's dann auch. Leute, ich denke mal, ich beende jetzt hier erstmal das Video. Es war ein kurzes Video. Trotzdem, Leute, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche kurzen, lustigen Horrorspiele habt, die ihr vorschlagen wollt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.